Herzlich willkommen zum nächsten Spiel der German Legends. Franz Beckenbauer, Helmut Rahn und Lothar Matthäus sind in Liga 3 dabei. Das zweite Spiel zu Beginn und da sind schon wieder so verdächtige lilane Trikots gegen uns. Trotzdem hallo, meine Freunde. Ich euch. Ja. Hallo, Sportsfreunde zum FC Mugambe. Mitte. Da kommt doch nämlich Dün. Schade. Einmal schon mal gerutscht, da sind wieder ein paar. Aber passt mal auf, das kriegen wir gebacken. Schön zustellen, na, leider haben die sonst auch CPU da. Und einen großen. Aber Kopfball gewonnen. Ich hoffe, wir spielen jetzt auch mal gegen den Gegner und nicht gegen das Momentum. Weiter durch. Perfekt. Brett. Einen habe ich nicht nach links gekriegt. Nach links wäre der wieder guter gekommen. Der wäre Güter. Güter, Junge. Komm. Nochmal. Geil. Weil diese eine Reihe, guck mal da im Innenbereich. Das ist eine Zuschauerreihe im Innenbereich. So wie bei Zirkus Halligalli, diese eine Reihe, die da vor. Warum werden eigentlich immer Konter so gefährlich? Weiter geht es mit einem Einwurf. Das machen wir nie nach Ecken selbst. Das sagte ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal. Weiter durch oben, Henrik. Ja, nein! Ärgerlich. Lodder, ärger dich nicht, renn jetzt. Renn. Renn, Schlumpe. Run, Bitch. Er holten sich aber nicht. Oh. Er hat abgeschirmt. Das könnte gefährlich werden. Ei, keine gute Flanke, keine gute Flanke. Und jetzt der Schuss. Oh. Abseits! Ja. Da werden sie sich ärgern. Das hätte ich sein können. Das warst du. Das war knapp. Oh ja. Was macht der? Ich werde immer so hoch, wenn ich mich aufrege. Kreischkind. Ich bin jung und stink nach Fisch, Werder Bremen. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Unser, haha. Einwurf. Blub, blub. Schon wieder so ein Beckham da im Team gegen uns. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt. Die Abwehr steht Flanke. Gut und sicher. Im Moment ist Reisescheiße. Außen gibt Abstoß. Reisepass. Ah, da kommen wir gleich durch. Hallo, ich war da. Den spielt er steil. Totti! Jawohl! Totti! Die hatten wir auch schon mal als Gegner. Mit diesen komischen lilanen Trikots gegen uns, warum können die denn gegen graue spielen? Die können wahrscheinlich auch gegen weiße Trikots spielen. Das ist scheißegal, was wir für ein Trikot auswählen. Wie gesagt, dieses Trikotprinzip finde ich immer noch total bescheuert. Dass man nicht einfach im Verein sucht und sich dann die Trikots abstimmt. Cristiano Ronaldo. Aber dann sollte man dann wahrscheinlich bei der Stellung trotzdem nicht sehen, wie viele Spieler im Gegnerteam sind, weil man dann einfach abbrechen kann. Wenn wirklich nur die Captains gegeneinander die Trikots entscheiden, wäre es geil. Ey, was ist das denn für ein Kopfballgewinn? Jetzt kann jawohl! Dempel! Außen! Schweinsteiger! Streck ihn nieder! Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Oh, der spielt so eine scheiß riskanten Pässe da. Den Angriff blockt er ab, klasse aufgepasst. Jawohl. Den Ball kann das dauert gerade zu lange. Mann. Totti. Nee. Er hat ja schon 10 Minuten anvisiert. Aber bleiben natürlich trotzdem am Ball. Boah, das war gerade so lange die Ballannahme. Ja, in die Mitte. Im Moment kommt jetzt. Durch. Ja. Steht gut. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Wenigstens auf weiter, außen. Weiter außen. In die Mitte. Ja, schön. Da kommt er. Bringt den Ball rein. Wieder nicht richtig. Schieß. Kein Problem für die
Ey, neulich habe ich mit der CPU so einen reingemacht, den jetzt mit dem Lodder will er nicht. Schade. Aber gut, wäre auch ein ziemlich geiles und krasses Tor gewesen. Also ein Schuss, der wieder zur Ecke abgelenkt wird, wäre natürlich auch nicht schlecht. Besser als so ein Gürkchen da gerade. Ja. Da kann ich die niemals anflanken. Ihr müsst dabei mal reinlaufen, so ein bisschen drauf achten, wohin und wie weit. Einwurf jetzt. So, Hendrik. Ich verliere den direkt, das ist doch. Mist. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Ja, alle blockieren sich gegenseitig hier. Verteidigung? Hätte ich auch gerne. Ha! Da ist sie! Außen! Außen, geh außen. Schweinsteiger. Wieder zu früh, scheiße. Oh nein, die Güte. Legt er mich direkt wieder hin. Ja, gut. Oh, außen. Ja. Jawohl, Doppel. Sehr schön. Und jetzt Hendrik. Jetzt machen wir ne. Ja! Oh. Ja, gibt Freistoß für uns. Der hat mich blockiert. Wartet noch, wer schlägt. Hier vorne, machen wir hier vorne. Hier so. Dann lauf aber rein da. Ja, warte. Okay. Oh, scheiße. Jetzt kommen sie direkt wieder in Konter rein. Jetzt kommt er. Oben. Ja, hast du. Ja, nice. Nein. Wie oben an. Ja. Ich bin außen. Einer flanken, ich bin Mitte. Oh, schön. Dank. Jawohl, Lada! Nein! Oh. Baller! Baller! Jawohl. Geht rein. Ja, nein! Jetzt, da hält er mich. Meiner, hoffentlich. Ich hatte so einen Vorsprung. Gegen. Sehr schön gestört. Ja, da kommt er. Ha! Ey, der will aber nicht helfen da mal. Jetzt haben sie den Ball. Lässt er sich gleich am besten noch tunneln. Na komm. Schön. Und den Ball hat er sich geholt. Ey! Ja, erstmal ruhig in der Halbzeit. Oh, aber da ist noch was drin. Da können wir uns eigentlich mal einen Sieg holen. Ja. Wird mal wieder Zeit. Weil die für die Zuschauer ist ja gar nicht so lange her, aber wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Können wir uns jetzt immer auf diese Folge berufen? Das ist quasi eine Berufung. Ja. Ja, dann gilt es eigentlich ein neues Video. Ich bin noch gespannt, weil wir mega in der Vorproduktion sind, wir haben ja schon über einige Themen geredet, egal ob jetzt aus dem Real Life oder so YouTube-mäßig und Personen, ob da irgendwann mal wieder so ein Skandal oder irgendwas passiert und es dann eigentlich voll bitter ist, dass wir jetzt so darüber reden und man sich dann so denkt, oh, haben sie nicht gesagt. Russen? Ey, er läuft mir den wieder ab, dieser kleine Bastard. Knapp am Fuß wieder vorbeigelegt, so ein Lacker. Ha! Wir sind dran. Oh, anstatt zu dem CPU-Spiel. Ja. Hallo! Weiter! Spiel. Abseits! Außen. Schön! Ja! Jetzt Hendrik aus dem Abseits! Mann! Hendrik, du musst auf dein Spiel achten beim Reinrennen. Ja. Gut, bei der Flanke wäre das jetzt wahrscheinlich eh. Na, ja, die wäre. Na! Oh. Die wären halt doch teilweise. Hier doppel! Vorteil ist angezeigt, gut ja. Abseits. Abgepfiffen, das war abseits. Iranian Wizard. Ich mach mal weit, also nicht ganz. Nicht ganz. Das war nicht ganz. Und oben läuft er. Ciao. Aber schön. Er steht gut und hat den Ball. Einfach immer 5 Gegenspieler dazwischen stehen. Und dann einer durchkommt. Jawohl, jetzt sind wir dran. Ich flanke, geh in die Mitte. Schön. Oh, der Torwart. Dann kommt die wieder auf den Torwart. Aber da draußen stand. Ja, keine Flanke, ey. Scheiße. Den Ball holt er sich. Sehr schön. Oh, Teamarbeit, Junge. Der Ball kommt gut. Gut gelöst vom
Unser. Muss Einwurf geben. Geil, wie deiner sich den einfach so mitgenommen hat. Mitte? Das könnte gefährlich werden. Jetzt ja! Aufgepasst, die Flanke war gar nicht so schlecht. Deiner. Jetzt schießt er. Oh, no! Schade. Den Ball hat er. Schön in Position so, gekommen. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Also aus dem Stand ist schwer. Oh. Oh, weil ich krieg den wieder nicht. Hm. Wird's jetzt gefährlich? Das war na. Einer. Und er hat den Ball. Den wollte er haben. Sie kommen rennt. Nicht durch. Außen. Verteidigt und die Chance ist vorbei. Habe ich auch ein Tor geschossen zwischen euch beiden. Einer rechts, einer links. Kein getroffen. Gute Aktion. Ja, jetzt. Außen. Geh flanken. Felix, wir passen auf Abseits auf. Oh, der bringt den jawohl, komm. Oh. Hast du. Schieß. Schieß, egal, egal, egal. Ja! Ja! Geiles Ding. Sag ich doch. Oliver Welke. Schieß einfach. Ganze Scheiße da. Ja, echt so. Einfach weggeballert da. Jetzt sehen wir endlich das erste Tor. So, Uffpasse. Uffpasse. Alter Verwalter, wenn das der Wolfi sehen würde. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Wolle. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner das zu unterbinden. Kein Elfer, kein Elfer? Junge, halt den doch einfach mal fest. Hau weg, hau weg. Auf dich. Gute Aktion, gut geklärt. Weiter Linie? Linie. Sehr schön, ich komm Mitte. Linie Mitte. Ah, oder so. Tolle Flanke. Der Ball ist ich verstehe es nicht, wenn keine Flanke mehr ankommt, egal von wem. Das ist echt krass. Totti. Jetzt wird's gefährlich. Den spielt er wieder zurück. Rennen. Hendrik, komm bitte. So hält man den Ball in den Julian hat den Torwart raus. Schön. Und jetzt Abprall auf mich. Aber das löst er gut. Ja, schieß. Jo! Oh. Flanke! Schön! Oh! Hey, da kommt der dahin. Direkt in die Arme. Guck mal, wie aktiv der Typ ist. Der will, Alter. Schön Zeitspiel. Ja, 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 ja. Bleib da einfach. Unsere Zeit. Alter, Henrik war steuert immer voll krass. Ja. Aber halt nicht so laut irgendwie, sondern es gibt immer nur so komische Geräusche. Ja, es knarrt. Hilft er nicht vorbei. Unser. Ich geh vorne. Jetzt, jetzt. Sehr schön! Ja! Oh, war der perfekt! Oh. Es will nicht mehr klingeln, die Türklingel ist kaputt. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Oh, kommt da der Olli? Ah! Nee, Mann. Ah! Oh, aber perfekter Pass, Felix. Dass er den da dann so versemmelt, also ich wollte in die Ecke schießen, aber ich wurde zu krass gezielt, ey. Das ist ja ärgerlich. Sehr sogar. Unnötiger Ballverlust. Ey, geht's für dich? Direkt den Ball. Meiner. Was? Hendrik, geh da raus mal bitte. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Kriegst ihn gleich rechts außen. Wird das nicht leicht. Nee, nein. Doch nix. Jetzt ist der Gegner am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung. Er versucht's! Jetzt! Verlieren Sie den Ball. Lang! Ja. Hat, glaube ich, ziemlich gut geklappt. Jetzt! Schön! Oh. Ich bin auch mit dabei! Das könnte was werden! Ja! Meine also, dass Fresse. Man nicht die Definition von Konter war, oder? Aus der eigenen Ecke. Den guck mal, wie wir nicht Ball Fans da nur sind. Ja. Alles aus jetzt. Der lange Pass auf Rahn. Der Pass war geil. Ich glaube sogar durch die Beine, ne? Mm. Und dann Felix mit der Übersicht. Und ich habe ja schon so ein bisschen Angst gehabt, dass der Matthäus den nicht reinmacht. Ah, schön uneigennützig gespielt. 2-0. Die drei Punkte können wir gut vertragen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wenn es denn dazu kommt. Schön. Der kommt nochmal. Foul. Pfeift er nicht. Ja, wenn der pfeift, dann gibt's gleich wieder Elfmeter. Für sowas hast du ja noch nicht gelb-rot gekriegt. Einfach beim Schuss den Gegner umgetreten. Genau das hat der ja gerade gemacht. Sehr schön. Oh, er lupft dann so einen Scheiß. Wird es jetzt
zwei Minuten nach. Jetzt haben mich viele umgelaufen. Du bist gegen mich gelaufen. Du bist nicht umgelaufen. Nein, du nein. Bist nein, du bist schuld. Oben? Was war das denn gerade? Geil, aber 2-0 gewonnen, ey, Happy End, auch wenn späte Tore waren. Ich hoffe natürlich, die Zuschauer haben mich abgeschaltet. Loddern-Tor, Oliver Welkin-Tor, Bilanz sehr neutral, 1-1-0 in der Liga 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Schuladu! Haut an!